Hi, hier ist nochmal Max mit einem kleinen Nachtrag zu Blameless. Ich habe es noch einmal durchgespielt und will euch kurz zeigen, wo diesmal die Unterschiede waren. Ich habe herausgefunden, dass ich habe mich ja gefragt, wofür habe ich das eigentlich gemacht? Dafür habe ich es gemacht, denn man kann die Tür tatsächlich auch öffnen, ohne diese Drähte durchzuschneiden. Das heißt, es gibt einfach zwei Lösungsmöglichkeiten für dasselbe Problem. Oh, shit. Das hier habe ich vorhin übersehen. Ist ein Dokument. The fuse box opener is locked in the old house in my duffel bag. Das hat uns eigentlich gar nicht so viel gebracht. Was ich auch verpasst habe, mal davon abgesehen, dass ich die Leiche beim ersten Mal nicht gefunden habe. Was she invited here too? Ist noch langsamer bitte. Finally out of the house. Also, der Schlüssel ist nicht verschwunden. Man kann ihn wieder mitnehmen. This is the way out. Ich hatte das Gefühl, dass ich das vorhin nicht drücken konnte. Jetzt kann ich aber. Es geht aber kaputt. This is scary. Das hier braucht man irgendwie auch überhaupt nicht. Kann aber. Und hier war sonst auch nichts drin, außer diesem Kram. Ah. Und dieser Info. Ist völlig egal. Aber der Schlüssel passt tatsächlich auch zu diesem Kram da hinten. More dark rooms. Und hier finden wir. Anything useful here? What's this? Ah, I believe this thing can open fuse boxes. Finden wir tatsächlich diesen komischen Schlüssel oben für diesen Sicherungskasten. Und jetzt, da der Strom ausgefallen ist, hat es auch Sinn, dass wir das brauchen. Hier steht drin, wie man das bedient. Und wir machen es einfach wieder an. Ah. Wir kriegen einen Schlag davon. Warum auch immer, ist halt so. Hier ist mir vorhin die Taschenlampe kaputt gegangen, die habe ich jetzt gar nicht rausgesucht, ist aber egal. Und nun können wir tatsächlich über die Garage entkommen. Hier ein bisschen besser gelöst. Hier erscheint nämlich auch gleich dieser Mann. Ich warne euch gleich vor. Aber ich kann nicht gleichzeitig den Knopf drücken und die Tür beobachten, zumindest nicht so richtig gut, sodass es nicht auffällt, dass er sich dahin beamt. Er tut's aber trotzdem. Get away from me. Und wir können auch hier beobachten, wie er einfach verschwindet, als die Polizei kommt. Und das Ende ist aber exakt dasselbe. Wenn wir die Brieftasche nicht aufheben, dann erwähnen sie das wenigstens nicht. Das Ende ist aber exakt dasselbe. Wir landen im Knast. Ich habe im Internet nachgeschaut. Es gibt kein besseres Ende anscheinend. Und deswegen hören wir uns diese coole Musik an.
Meine Gitarre ist verstimmt. Keine Sorge. Diese Musik passt überhaupt nicht. Ja, ist natürlich schade, dass es... That's how it all began for me. And it was far from over. Ist natürlich schade, dass es kein gutes Ende gibt, das man sich irgendwie erarbeiten kann. Das wäre ja eigentlich ziemlich cool. Wäre für ein Adventure auch ganz, ganz nett, wenn man verschiedene Dinge halt beachten muss, um heil aus der Sache rauszukommen. Es scheint aber nicht möglich zu sein. Insgesamt, ja, kurzweilig. Ein paar Sachen, wie zum Beispiel dieses Aufploppen des bösen Mannes, ist natürlich ungeschickt. Also, man hätte es ja zum Beispiel so machen können. Also, bei der Sache in der Garage geht's ja, meines Erachtens. Als wir da hinten diesen Abschnitt runtergesprungen sind und er da plötzlich da stand, wo ich eben auch schon stand, wo er aber definitiv nicht gewesen sein kann. Vielleicht hätte man das anders lösen müssen. Zum Beispiel, man springt runter, aber da ist irgendwie so ein kleiner Absatz, sodass man nicht direkt an der Wand runterspringt, sondern dass, wenn man unten ist, hinter einem schon was ist. Und dieser Event triggert dann, sobald man sich zum Beispiel umdreht und den Mann sieht, der da schon die ganze Zeit steht, fängt die Musik an und so weiter. Oder wenn man sich eben nicht umdreht, läuft man ein bisschen geradeaus und dann hört man hinter sich irgendwas und dann dreht sich die Figur meinetwegen von selbst um. So könnte man es lösen, indem der Mann da einfach schon die ganze Zeit steht und nicht da aufploppt. Auch das Verschwinden am Schluss, das müsste man sich jetzt überlegen, wie das sinnvollerweise geht. Ja, noch besser wäre natürlich, es wäre so geschrieben, dass diese eigenartigen, wir konnten nicht nachweisen, dass er da war, so wirklich, also das kann ich mir nicht vorstellen. Die Polizei ist ja nicht blöd. Ja, aber gut, wie gesagt, ein kurzer Free-to-Play-Title. Lohnt sich wahrscheinlich nicht, den nochmal zu spielen, aber er ist schön gemacht, die Grafik war auch nicht schlecht. Ich finde es schön, dass es mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt, auch wenn alle insgesamt recht einfach sind. Aber ein Spiel in der Art, ein bisschen länger, vielleicht so 2-3 Stunden, auch noch mit mehr Möglichkeiten, die Story zu beenden, fände ich richtig gut. Also so als Titel, so als ein Portfolio-Titel, um zu zeigen, hey, das könnte man machen, hat mir gut gefallen. Ich kann es eigentlich dann in dem Sinne nur, kann ihm nur gratulieren. Funktioniert mit Abstrichen. Gut, dann freut mich, dass ihr für diesen Nachtrag auch noch kurz da wart. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Let's Play wieder dabei seid. Und das war Blameless und ich bin Max. Ciao.